Guten Morgen. Es ist Sonntag früh, kurz nach 8. Und ich laufe meinen langen Lauf. Der fällt heute nicht sehr lange aus. Ich habe ungefähr 10 bis 11 Kilometer vor. Mehr nicht, weil ich gestern den Laktatstufentest gemacht habe. Und da sind wir 6,6 Kilometer insgesamt gelaufen. Und ich will mein Knie jetzt nicht überlasten. Und dementsprechend laufe ich jetzt von Eschborn nach Niederhöchstadt, weiter bis Oberhöchstadt bei Kronberg und dann durch die Felder wieder zurück. Das sind so ungefähr 10 bis 11 Kilometer, lockeres Tempo. Und mal schauen, ob die Kamera jetzt, ob ich die jetzt besser halte, werden wir gleich sehen. Es ist übrigens schweinekalt heute Morgen. Ich habe nicht aufs Thermometer geschaut, aber richtig kalt. So dass ich heute sogar mit langer Hose mal wieder laufe, wo ich eigentlich gedacht habe, dass die Zeiten jetzt endlich rum sind, aber nee, schaut selbst. Naja, wie auch immer, ich laufe jetzt an der Bahnlinie entlang von Eschborn nach Niederhöchstadt. 1 Kilometer ist jetzt rum. So, Bahnhof Niederhöchstadt gleich erreicht. Kilometer 1,5. So, jetzt bin ich gleich in Oberhöchstadt. Hier sieht man den Altkönig im Taunus. Die Spitze ist in Wolken. Super. Klarste Wetter, aber egal. Die Hände brennen auch nicht mehr so von der Kälte. Ich habe nämlich heute meine kleinen Handschuhe vergessen. Aber okay. So viel dazu. Aber jetzt nach genau 4 Kilometern. Die Uhr hat gerade gepiept. Ja, sind die Hände auch warm. Ja. Westerbach. Nein, hier heißt er ja noch anders. Egal. Das ist auch eine meiner Hausstrecken, weil die viele Variationsmöglichkeiten hat und daher ist sie ganz praktisch. So, den höchsten Punkt der Strecke heute habe ich erreicht. Ich glaube 190 Höhenmeter. Also nicht die ich gelaufen bin, sondern der Punkt liegt bei 195 oder 190. Wobei es allerdings in ein paar Minuten, da vorne links geht es nochmal 20 Meter den Berg hinauf. Und danach geht es erstmal wieder
stetig bergab Richtung Eschborn runter. Und unten am Bach habe ich dann wieder den tiefsten Punkt. Da geht es wieder hoch nach Hause. Ist immer ein bisschen doof bei mir. Egal in welche Richtung ich laufe, die letzten 1 bis 2 Kilometer geht es immer wieder bergauf. Egal wie ich will. Aber gut, das trainiert ja auch. Schauen wir mal. So, das steile Stück habe ich jetzt auch hinter mir. Ich merke es am Puls. Der muss sich jetzt langsam wieder erholen. Holen, ist schon schwierig zu sprechen. Aber auch das gehört zum Training. Sieht man den Taunus? Vielleicht. So, und da geht's weiter. Übrigens höre ich gerade, ich glaube, den Laufsong dieses Tages, Philadelphia Freedom von Billy Joel. Macht Fun. So, Eschborn hat mich gleich wieder. Ich habe jetzt 9,5 Kilometer. Ich laufe jetzt noch hier geradeaus. Da vorne geht es dann rechts ab. Und da hinten den Berg wieder hoch, da wo das Bürogebäude steht. Das sieht man jetzt hier gar nicht. Aber da, wo die Bäume hier vorne stehen, da fließt der Westerbach. Das ist erstmal wieder der tiefste Punkt. Ja, und wie versprochen, von da an geht es wieder hoch. Schauen wir mal. Bis jetzt bin ich aber ganz gut dabei. Trotz den 6 Kilometern von gestern, die ja auch anstrengend waren. Naja. So, was haben wir auf der Uhr? 10,8 Kilometer. Ein paar hundert Meter bin ich zu Hause. Oh, dieses Ansteigestück eben zum Schluss, das hat noch mal reingehauen, aber ich bin es trotzdem langsam angegangen und dementsprechend geht das jetzt so einigermaßen. So, das war's für diesen Sonntag, das wollte ich sagen, und überhaupt für diese Woche. Das waren jetzt mal 4 Läufe die Woche. Ausnahmsweise wegen des Laktattests gestern, und ansonsten will ich aktuell weiterhin bei 3 Läufe die Woche bleiben, das meinte ich. Und ja, dann bis zum nächsten Lauf. Ciao!